Herzlich willkommen Leute bei einem neuen Part von Minecraft, wie ihr seht. Ja. Und ich glaube, in der Folge wollten wir Haus bauen oder noch Ober da erkunden. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Obwohl es gar nicht so lange her ist, seitdem ich die erste Folge aufgenommen habe. Okay, es leckt ein bisschen. Fällt mir auf. Aber naja, was soll's. Das ist nur ein ganz klein bisschen. Oh mein Gott, da geht's runter. Hier geht's noch weiter runter. Das war eine Kuh. Ach komm, töten wir. Nehmen wir gleich mit. Komm her. Zack, voll auf den Arsch. Du auch, komm mit. Danke. Ah, gerade leckt wirklich ein bisschen. Ist ein bisschen doof. Stirb du auch noch. Du auch. Du auch. Leder, noch mehr Leder, noch mehr Fleisch. Stirb du auch noch? Ah, ist doch. Weiß nicht, ich will irgendwo ein. Gute. Wo ich mir denke, hier kann ich ein Haus bauen. Aber weiß ich nicht, irgendwie habe ich. Ne, ich kann einfach nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Aber ich kann nichts dafür, ich weiß einfach nicht. Ich. Okay, ja, Fallschaden macht nichts. So. Warte mal, wie wär's denn mit so einem schönen Haus? Hier so. Ja, wisst ihr was? Ich baue jetzt mein Haus hier hin. Hier finde ich es ganz cool. So macht das jetzt. So, Holz her, ganz viel. Fange ich an, so. Ich brauche eine Schaufel. So. So. Zack. So. Hier kommt rein. Nein. Also so. Eine Schaufel bitte. Dankeschön. So, und jetzt geht erstmal hier ein bisschen begradigen. Und dann habe ich mich eine gute Idee, wie ich das mache. So, erstmal hier ist auf eine Ebene und dann fange ich an, mein Haus zu bauen. Da hätte ich vielleicht dann nicht ganz die Kühe töten sollen, die hier sind, in der Nähe sind. Alles das hier machen wir bis. Ah, hier sind zwei, perfekt. Warte mal, kann man die mit Getreide? Ich guck gleich mal mit Getreide. Dann hole ich die mir gleich schon mal. Das wäre sehr gut. Ja, mehr Samen. So. Gleich geschafft. Leider haben wir nicht genug von dem Fichtenholz. Ist ein bisschen doof, aber naja. Muss ich mit Eichenholz auch weiterbauen. Müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir es am besten abpassen. Wir haben nur Samen, also. Und wir haben keinen Platz mehr, sehe ich gerade. Auf jeden Fall, unser Haus sollte aber mit Ausblick nach hier, würde ich es finde ich am besten. Dass wir das Haus dann das Grundgerüst, jetzt mal das Grundgerüst. Das Grundgerüst wäre hier so. Zack, zack, zack. Das Grundgerüst dann halt ungefähr so hier lang geht. Zack, 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 zack. So. So, dass hier das Grundgerüst lang geht. Und dann halt hier. Zack, zack, es ist dann hier lang. Nein. Ja, dann lass das auch so hier so. Naja, also, solange nicht getötet werden, ist alles okay. Und ich glaube, dann, zack, dann geht das hier lang, das so, zack, zack. Ich würde sagen, das Haus machen wir so, weiß nicht, würde schon ganz groß sein. Eigentlich aus, wäre. Naja. Naja, ich würde sagen, vielleicht so bis. Schwer zu sagen. Das. So. So, dass es dann hier lang läuft. Da. Ja, so finde ich eigentlich ganz cool. Das machen wir zack. Zack, zack.
Ja, doch, bisher passt eigentlich ganz gut, finde ich. Aber haben wir schon auf jeden Fall eine ordentliche Fläche bisher. Warte mal, ich muss mal gucken, wie. Okay. Naja. Schön Erde aufsammeln. Dann warte mal, dann müssen wir von hier gehen. Dann kommt das weg. Das, das. So, dann würde ich jetzt hier übergehen. So. Naja, da haben wir halt immer den. So, also ich guck mal. Geht bis hier. Hier gehen wir den Weg lang. Hier lang gehen wir mal. So. Zack, zack. So. Hier haben wir gleich eine Kuh drin, das ist gut. Ja. Super. Egal, mache ich gleich noch eine zweite Schaufel. Aber erstmal reicht das hier. So. So, da soll er rein, ja. Zack. Dann passt das auch. So. Und so. Ich würde sagen, das ist das Grundgerüst von unserem Haus hier. Ja. Für den Boden müssen wir, glaube ich, halt noch andere Sachen holen. Weil ich weiß nicht, irgendwo für irgendeine Ecke würde ich ihn gerne auch das Holz hier übernehmen. So. Dass das, ja. Zack, zack. Eigentlich kann ich auch vielleicht den Boden hier rausnehmen für anderes Holz ersetzen. Ja. Eigentlich müsste jetzt mal schlafen, kurz. Das Bett haben wir hier. Vielleicht klappt das ja, wenn ihr. Hier sind zwar Monster, aber. Vielleicht werden wir doch nicht getötet, dann. Haben wir die Nacht gut übersprungen? Das wäre natürlich das Beste. Ja, perfekt. So. Dann machen wir jetzt eine zweite Steinaxt mal. Zack. So vielleicht. So. Und nochmal. So. Zweite Schaufel wäre auch nicht schlecht. Wir sollten auch vielleicht mal Truhen machen. Irgendwann noch. Ja. Vielleicht mal gehen wir ein bisschen jetzt hier Tropenholz holen. Finde ich das. Ich finde das sieht cool aus eigentlich, ja. So, erst ein bisschen essen. Sind da wieder voll. Okay, da hinten der. Oh, so ein Tisch. Ganz schön geil, der. Hier, der Dschungel. Kann vielleicht auch später, irgendwann später nochmal so ein Baumhaus machen, vielleicht. Boah. Da gucke ich das mal an, wie riesig das da auch ist. Das da. Da, in der Richtung. Kann man jetzt auch geil abholzen, aber ich will erstmal ein bisschen mehr in hier reingehen, damit ich jetzt nicht hier die schöne Aussicht kaputt mache dann. Lol, der schwebt ja auch so gut wie. Dort, den hier nehme ich mit. So. Der steht gut, den holze ich ab. Möglichst hoch würde ich sagen. Warte, wir gehen mal einfach. Gehen hier oben hin und holzen den von oben ab einfach. Ja, wir fangen einfach hier an, dann passt das schon. Zack. Dann bleibt zwar wahrscheinlich den Baum komisch stehen, aber naja. Was soll's. So, hier hoch einmal bitte. Hammer. Was kann wegschmeißen? Wegschmeißen können wir. Das hier. Das hier. Der Rest will ich eigentlich. Ja, vielleicht 6 Erde sind auch egal. Was noch? Ein Eichensetling, so. So, dann können wir jetzt genug mitnehmen. Erstmal oben. Also wir sollten hier noch eigentlich dann genug Holz haben. Damit wir das Haus dann fertig bauen können, denke ich mal. So. Das da. Hier noch. Ah, ey, heute war ein richtig geiler Tag eigentlich. Heute den ganzen Tag draußen. Eigentlich die meiste Zeit draußen, ja. Also das habe ich auch. Heute. Es war einfach nur Hammer heute. Also extrem geiles Wetter draußen. Richtig schön warm. Sonne. Konnte sich richtig schön draußen hinlegen. Ja, also fand ich wirklich, heute war echt Hammer. So. Jetzt haben wir schon eine Runde Minecraft aufnehmen. Das Haus bauen. Ich habe in der Folge schaffen, was wir nicht mehr. Wir werden dann in den kommenden Folgen wahrscheinlich fertig machen. Aber heute werden wir schon mal einen guten Grundstein legen, würde ich mal sagen. So. Okay, das war. Jetzt ist die kaputt. Naja. Warte noch gut durchgehalten. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch so lange hält. Zack. Zack.
Und da haben wir jetzt schon den ersten Baum runter. Ich bin mal gespannt, wie viel Holz wir jetzt haben, wenn wir das alles verarbeiten. Weil es muss ja wirklich schon verdammt viel dann eigentlich. Zack. Zack. So. Und der Baum, den ganzen Baum haben wir jetzt abgeholzt. Und wir haben jetzt hier da 64 und immer noch. Oh toll. Bin ich schlau. Mann, bin ich schlau. Egal, auf jeden Fall haben wir auch verdammt viel jetzt Tropenholz. Das Haus sollte man auch ganz geil bauen. So und so. Wir müssen noch so ein paar einzelne Bäume mit. So, 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 so. Und so. Und so. Ja. Ein paar Bäume will ich doch noch mitnehmen. Also, ich will genug Holz haben, weil ich will ja nicht den Schuh hier hinrennen. Okay, das ist normales Holz. Das ist die Eiche, glaube ich. Wollte ich zwar gar nicht jetzt holen, aber naja, warum nicht? Aber das Haus, also kombinieren finde ich immer ein bisschen doof. Das sieht total kacke aus, wenn man so Holz kombiniert. Aber man sollte einem Holz treu bleiben, finde ich. Oh, so. Den kann auch noch mitnehmen hier. So. Ich würde sagen, das reicht dann aber auch, glaube ich. Dann haben wir auf jeden Fall genug Holz. Vielleicht auch den da noch. Doch, den nehmen wir noch mit. So, den hier noch. Bam. Zack. 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 So. Jetzt gehe ich jetzt zurück zu unserem Haus. Das auf jeden Fall in der Richtung hier. Sollten wir gleich wieder haben. So, dann, dann, dann. Hier mal Sachen geschmissen, damit aufgesammelt. Oh, sind wir. Naja. Das wird mir auch nicht gegangen. Weil ich denke mal eigentlich. Die Lage ist eigentlich ganz gut hier, würde ich mal so sagen. Wir haben hier schön viel Wasser auf jeden Fall. Überall. Wenn man ein bisschen nach da hinten geht, dann kommt man auch schnell an den Strand und so. Das Haus wird jetzt auf diese kleine Erhebung da gebaut. Finde ich auch ganz cool eigentlich. Ja. Doch, das hat Style. Dann kann ich hier unten auch noch so, weiß ich nicht. Also, ich habe schon ein paar geile Ideen, was wir dann vielleicht machen können. Oh, wir haben schon zwei Kühe hier. Hammer geil. So, wir brauchen halt auf jeden Fall jetzt mal, ja, ist mir klar, dass das nicht reicht. Dann kommt mal wieder her. Wo waren das Holz, das ich genommen habe? Tropen, Tropen, Fichten, da Eichenholz. So, was haben wir hier? So, jetzt machen wir ins hier. So, jetzt noch einmal. Na, ja, viermal, komm, go. So. Aber vier Truhen, die können wir auch schon mal aufstellen dann. So, zack, stell mal auf hier und zack, zack und zack, zack. So. Dann kommen wir mal rein hier. Können wir, ich schmeiß einfach alles raus und hol gleich wieder raus. Zack, zack, was wir alles brauchen. So. So. Brauchen tun wir Tropenholz. So. Das Fichtholz nehmen wir auch nochmal mit. Kohle nehmen wir raus. Die Fackel nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, go. So. Noch ein bisschen Fleisch. Da nehmen wir das gebratene Hühnchen einfach. So. Ne, andersrum. Ich will erstmal so. Ja, ich denke mal, das ist erstmal okay so. Und dann hier rein da. Fichtenholz. Zack, haben wir extrem viel. Na, Tropas fällt bald vielleicht noch übrig. Und dann so. Vielleicht eigentlich die Fichte behalten sollen. Um so. Aber wie sieht das zusammen aus? Sieht auch noch ganz cool aus eigentlich. Also, ist auch nicht schlimm oder so. Egal. So, erstmal jetzt mit der Fichte machen. Wollte ich ja das hier hinten machen. Komm mal weg da. Das kommt mal weg. So. Das wollte ich nur. Oh Mann. So, Steinaxt. Zack. Ich mag. Also, Fichtenholz finde ich eigentlich am coolsten. So, und das Haus wird schon ganz, also das Haus wird schon cool, keine Sorge.
So, ey, nee, da sollte eigentlich gar keiner hin, oder? Ist da was? Nee, eigentlich nicht, ne? Mal wieder her. So. Da haben wir auch noch Fichte. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Zack, zack. Oh, nicht schon wieder. Das geht langsam echt auf die Nerven. So, 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 so. So. Das Haus eigentlich von der Größe passt das eigentlich auch. Finde ich auch ganz cool eigentlich. So, noch 48. Okay. Wird knapp, wird knapp. Aber. Also, ich habe bemerkt, also, das. Wie heißt das? Das Tropenholz, das kann man auch gut noch mit dem hier verbinden. Denke ich mal. So. Ich wollte eigentlich ein Fenster immer dann so noch so reinbauen. So. Jetzt haben wir einen Grundstein. Den Boden mache ich aus. Ja, aus dem. Mal da weg da. Jetzt greife ich einmal überall den Boden aus. Und da kommt dann schön. Tropenholz rein. Eigentlich unnötig, dass ich halt jetzt überall hier unten das noch gemacht habe, weil eigentlich könnte ich dann noch einen tiefer dann halt das setzen. Ich glaube, mache ich das? Ich weiß gar nicht. Vielleicht am schlausten, ne? Weil dann habe ich eigentlich. Anders habe ich dann einmal, also eine Schicht zu viel gemacht. Wenn ich das jetzt schon hier überall reinmache. Aber naja. Eine Kuh so hat sich sogar ins Haus rein verirrt. Na, ich glaube, jetzt wird doch wieder draußen. Aber naja. Zack. Aber wie viel Samen wir aber auch bekommen, heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele bekommen. Zack, zack, zack. Oh, es dauert schon ganz ordentlich. Ja, also wir können echt auch gleich mitmachen hier so. So, 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 so. Weil wenn hier unten so oder so der Boden reinkommt, dann ist das ja so total egal eigentlich. Weil ich glaube, dann brauchen wir gleich nochmal eine Schaufel, weil sonst. Ich glaube nicht, dass die reicht. Alter, dauert das lange jetzt, aber naja, was soll's. Muss auch mal irgendwann sein, ne? Eigentlich könnten wir jetzt ein paar Creeper hier einfach reinschicken, dass die mal ein bisschen Krabum machen. So, gibt mal Stöcker her. So, und. Och, nee, 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 Stein. Ja, das heißt, Stein wiederholen. Ist das hier? Ja, hier ist Stein. So. Dann nochmal. Zack, zack, zack. So, zwei Schaufeln bitte. Einmal hier und einmal hier. Das Bett. Ah, wir schlafen einmal ganz kurz und dann geht's am nächsten Tag weiter. Was schlafe ich Bett jetzt hin? So, einmal schlafen bitte. Boah, ich bin auch schon ganz müde. Aber ein paar Folgen muss ich noch aufnehmen. Von allem also noch so ein bisschen. So, wir gehen hier unten wieder hin. Zack, 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 zack. Mann, ey. Ich freue mich schon, wenn wir fertig sind. So. Wartet mal, wenn wir jetzt hier. Naja, passt schon. Werde ich dann gleich sehen. So. Der Eingang, denke ich mal, kommt dann hier irgendwo hin. Hätte ich eine Eisenschaufel, würde es alles viel schneller gehen. Jetzt mal ehrlich. Zack, 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 zack. Meine Güte. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Und hier auch nochmal alles ausgraben. Gleich das Bett schon wieder weg. Meine Güte, ey. Und Bett ist. Nee, das Bett. Lol, das kann schweben, das wusste ich gar nicht. Ich habe das Bett geht dann immer weg, wenn man die Blöcke da drunter wegmacht. Cool, wir haben jetzt ein. Wenn man da drunter jetzt Zäune befestigen würde, dann hätte man eigentlich ein Hochbett. Ist eigentlich ganz lustig. So. Doch diese, Alter, das dauert aber ewig. Aber nein, was soll's. Aber jetzt habe ich auch nicht vorbereitet. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt so lange dauert. Ich habe jetzt auch kein Themen vorbereitet und sowas, aber naja, was soll's. Ja. Und nächste Schaufel ist kaputt. Ich glaube, wir brauchen noch eine Schaufel. Ich glaube nicht, dass die hier alles wegbekommt. Oh, wir bräuchten eine.
Eisenschaufel. Das, dann würde es vielleicht klappen. Aber eine Stein, die reicht auf keinen Fall. Hier schafft man doch zwei Schläge, dann ist ein Erdblock kaputt. Ich glaube, mit Eisen braucht man immer nur einen Schlag. Glaube ich. Und jemand geht halt noch schneller, ist klar. Okay. Nehmen wir die Reihe wieder mit. Alter, dauert das lange. Aber naja. Zack, 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 zack. Ich will über mich einfach, wobei ich reden soll, aber naja. Ja, gerade kommt im Fernsehen auch The Mentalist. Finde ich auch, find ich eigentlich eine geile Serie. Gucke ich total gerne. Ja, nur für euch lasse ich die jetzt aus, ja, und mache für euch Videos. Ja, wie nett ich bin. So, ich brauche garantiert noch eine Schaufel, wenn nicht sogar zwei, aber ich mache mir erstmal wieder nur eine. Ja, so. Nee, nee. So, und weiter geht's. Dann können wir endlich gleich den Boden verlegen. Dann haben wir schon ordentlich was geschafft, würde ich mal so sagen. Aber ich glaube nicht, dass das reicht, aber ich weiß es nicht mehr. Also, das halt fürs ganze Haus reicht, was wir geholt haben. Vielleicht noch zwei Schaufeln. Ach nee, ich schaff die Schaufel schon. Hoffe ich mal. Okay, wir müssen auch gleich wieder hier oben alles da wegmachen. Hier mit der Workbench und so. Dann reicht es auch nicht mehr aus. Aber naja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ist halt so. Zack, 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 zack. Naja, doch, ich glaube, das schafft die Schaufel. Okay. Schaufel. Ja, das ist eine doofe Kuh. Aber es ist gut. Dann. Wir müssen irgendwann noch gleich ein Weizenfeld anbauen. Dann können wir auch gleich noch einen Kuhstall und sowas gleich dazu machen. Das passt dann alles. So, so. Was mir passiert ist, da habe ich mit einem Freund, habe ich da Minecraft gezockt, Server, er ist draufgekommen und er ist halt ganz am Anfang gespawnt, wo ich halt auch gespawnt bin, haben mich halt erstmal ein paar, was weiß ich, wie viele Blöcke weggelaufen. Und dann wusste er nicht, wo ich bin. Und dann wollte ich ihn zu mir teleportieren, habe es aber andersrum aus Versehen gemacht. Dann habe ich mich zu ihm teleportiert. Das war richtig bitter, weil ich wusste auch nicht mehr, wo das war. Dann musste er gleich mindestens eine halbe Stunde lang suchen, um es wiederzufinden. So. Jetzt liegt es mal über dem Boden aus. So. So, doch, das passt mit dem Boden. Also. Zack, zack, zack. Doch, das passt eigentlich. Das beißt sich auch nicht oder so. Sieht ganz gut aus. Nein, 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 ich will auch gar nicht schlafen. Oh, doofe Kuh, geh mal weg. Muh, ja. Geh weg. Geh weg. Danke. Die versteht mich. Zack, zack. Okay. Na, aber wir haben auf jeden Fall noch genug. Mal hier noch, auch noch einen ganzen Stack voll, den wir dann auch noch verbauen können. Oh toll. So. So. Ja, doch, das sieht ganz cool aus eigentlich. Und die beiden, zack, zack. Also wir müssen genug, also doch, ich glaube. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Und zack, zack, zack. Egal, wenn wir es verbauen. Das ist okay. Zack, nochmal Tropenholz machen. Oh mein Gott. Jetzt haben wir eiskalt nochmal 4 Stacks von dem Zeug. Das finde ich echt geil. Das ist ordentlich was. Damit lässt sich was anfangen, würde ich sagen. Und so, und so. So. Hm. Ich glaube, wir müssen dann nochmal los. Also irgendwann nicht, jetzt nicht mehr in dem Part, aber. Naja. Zack. Zack. Und so, der Boden ist gleich schon mal geschafft, das ist sehr gut. Ich habe schon jetzt schon langsam so eine Vorstellung, wie wir das Haus bauen werden. Das werdet ihr zum Schluss dann sehen, wie wir das Haus finden. Dann könnt ihr auch sagen, ob ihr das Haus gut findet oder nicht. Ah, ich denke mal schon, dass es ganz cool wird. Da, 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 da. Und da, da. So. Der Boden ist geschafft, Leute. Was zu futtern jetzt wieder? So, und einmal die Steinaxt. Ich muss echt schnellstmöglich irgendwann mal Eisen holen. So, jetzt fliegen die ganzen Sachen. Kommt auf den Boden. Also, jetzt fällt gleich alles raus. Boom, ja, das war klar.
Aber es ist ja relativ egal, weil ich will jetzt schnell hier wieder sitzen. Da die Truhen. So, die Truhen will ich einfach erstmal jetzt. Keine Ahnung. Zack. Zack, hier packen und die nächste packt einfach. So dahin. Jetzt gucken wir das. Naja, egal. Hier kommt erstmal die ganze Erde rein. Tak, tak, tschak, tschak, da, da. Das da, Samen kommen auch noch rein, Leder. Ja, gehen wir einfach erstmal. Essen nicht behalten. Tropen als Wolle kann rein. Die können rein, das kann rein. Kakaobohnen muss ich gleich das alles haben. So, Rohr kann auch noch rein. Schwarzpulver. Ja, den Rest behalte ich erstmal. Da kommt jetzt nochmal hier schön das noch rein. Das da Steine. Das Essen behalte ich auch wieder so. Kommt der Rest hier nochmal. Dankeschön. Damit auch eigentlich das meiste, ja, es kommt alles hier. Ja, rohes Fleisch haben wir noch verdammt viel. Ich auch nochmal rohes Fleisch. Bleibt mal drin, so. Das kann auch noch rein. Werkbank. Koch ich was. Oh, gleich erstmal setzen. Brauchen wir nämlich auch. Die machen wir einfach hier hin, so. Hatte ich vor, eigentlich, dass man hier dann unsere Tür macht. Oh mein Gott, scheiße. Oh, tja. Oh, her damit. So. Und zack, zack. Bisschen niedrig jetzt, ne? Das ist doch ganz cool eigentlich. Man kann halt hier so runtergehen dann so. Ne. Da muss der Erde hin. Da muss Erde hin. So. Die Erde packen wir einfach mal auf den hier so. So. Da kommt Erde hin. Da habe ich zwei. Dann kommt hier nochmal. Zack. Zack. Okay, gleich ist es. Ja, war klar. Einmal muss ich gleich noch machen. Und dann habe ich eine Idee, was ich das mache. Also, wie ich das dann mache. Damit es auch noch ganz cool aussieht. So. Aber ich glaube, wir machen also das alles erst beim nächsten Part, weil jetzt ist ein ganz schön langer Part. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal.